Hallo dir und tschüss wieder zu Minecraft. Ja, jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich kann das ja doch da herstellen, auch wenn da der Weg ist. Und uns fehlen da die ganzen Komparatoren. Ah so, dies fehlt uns da. Ja, jetzt erklärt sich das da alles, warum mir da so viel fehlt. Okay, also brauchen wir da 120, sind wir 20 Komparatoren braucht man. 27 Komparatoren. Jetzt place ich da schon mal das Redstone. Dann müssen wir das nicht noch machen. Ich hoffe, dass uns der Rest dann gelangt, aber ich glaube, dass wir nur 2-3 Stacks haben. Demher, ich glaube eher, dass Holz dann oder Sticks Problem wäre. Aber es ist lösbar. So, machen wir den. Sind wir 20? Na, sind wir 20 mit 3, 2, 4, 6, 180. Nee, 180. Obwohl, 26 mal 3. 26 mal 3. Das andere Problem ist, ich kann das so nicht setzen. Muss ich die von vorn dann setzen? 26 mal 3, 6, 12, 18. Das ist dann 78. Schon, gell? Ja. 78. Die alle von da sitzen. Eieiei. Da brauche ich den mittigen. Okay. Setzen wir jetzt gleich direkt schon mal da her. Aber dieses Problem noch hat schon mal nicht. Das wollte ich nicht. Okay. Dann holen wir uns mal nochmal Redstone. Oh, da hätten wir noch 30 Fackeln. Da könnte man schon mit 10 machen. Die haben wir auch noch da. Einen Moment mal. Wie viel können wir denn da jetzt machen? 10? 10. Ja, gell, ist jetzt die Frage. Können wir dann nochmal 10 machen? Vielleicht reicht es ja sogar schon. Aber ich weiß nicht genau. Nee, ich hätte da aufhören müssen. Zwar richtig. Sogar bauen. Das ist ja top. Das ist ja top. Das hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viel da haben. Dann braucht man für die anderen Sachen nur Dings. 6 mal 3 ist 36. Ah, 6 mit 30. Ich bin einfach ein Idiot. Ich hab 6 mit 6 gerechnet. Ist einfach schon wieder zu spät halt. Ich hab jetzt schon wieder viel zu viel mit Zahlen zum Dockort. Da wird er dann ganz bunt fahren auf einmal. Hab ich die Filter? Ja, da hab ich noch einen Teil von den Filter. Und da die nämlich mal die Filter einfach nur befüllen. Dann haben wir nämlich wenigstens dies. Irgendwas stimmt da nicht, der ist open. Der ist zu 100% open vorher. Der war zu 100% open.
Warum ist jetzt nicht mehr auch? Warum ist die jetzt nicht mehr auch? Ich verstehe es nicht. Muss ich aber auch nicht. Übrigens gemerkt, da habe ich am Blocki sitzen müssen, weil da Dingens gewesen ist. Da ist der Redstone miteinander verbunden gewesen. Ihr werdet euch jetzt fragen, so, hey, warum tut er jetzt da 5 rein, weil ich noch nicht weiß, was ich da für einen Filter rein haben möchte. Was da außerfiltern soll, ist noch nicht festgelegt. Und dass nicht irgendein Müll reinläuft, den wollte ich noch nicht haben möchte, kommt da jetzt überall ein Filterblock rein. Und später, wenn ich dann weiß, ah, ich möchte da zum Beispiel Cobblestone rein, dann tue ich den ersten Block austauschen gegen ein halber Stack oder so von Cobblestone. Und dann wird das hoffentlich alles da eingesortiert. So. Müssen wir dann bloß schauen, wo wir unsere Filter hier haben. Ich habe im Rucksack bloß noch die Barcode. Also ich habe da übersehen. Aber nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. Also ich habe es entweder da vorne rein, da, das was ich glaube. Ich glaube, das ist da einer da. Jo. Jo, jo, da habe ich einer da. Und mir geht es ja hauptsächlich darum, wenn ich sage, ich würfe aus Versehen einmal irgendwas rein, dass dann nicht auf einmal das Lager sagt so, hey, was, ich bin frei, nimm mich. Also sonst haben wir halt das Problem, dass wir nie wieder das finden, was wir da reingeworfen haben. Und wenn da nichts frei ist, kann es auch nichts aufnehmen. Und mir ist aufgefallen, wir haben ja gar nicht das Eis verschmäht, sondern wir haben ein Doppelschildding gemacht. Das heißt, ich muss eigentlich da nochmal aufhören, um das zum Austauschen, dass das richtig ist. Also mit zwei Schilder, Eis. Und dem zweiten Schild. Und dann erst wieder Wasser. Aber man kann da nicht alles auswendig wissen, sag ich mal. Das sind keine Maschinen. Das haben wir ja Computer erfunden. Dass wir uns nur mal alles merken müssen. Okay, so. Das können wir dann abbauen. Unsere Hilfsblöcke dafür erfahren. Kacke, was wollt ihr denn jetzt machen? Ah, die Dinger wollt ihr machen, die Schilder. Schilder, 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 Schilder. Ein Eimer brauche ich. Wo sind meine Eimer da? Kann ich aber wieder da rein da. Und jetzt geht der spaßige Teil an. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie weit dass ich da aufmachen kann, ohne dass ich da ein Problem kriege. Okay, das kann ich also von oben machen. Das ist schon mal top. Das ist sehr gut, wenn ich das von da machen kann. Nämlich dieser Block daran. Sehr, sehr gut. Oh, das habe ich vorher, wo wir das gebaut haben, ja überhaupt nicht gedacht, dass wir ja von Oma das anmachen können. Ohne Problem. Okay. Können wir natürlich. Halt, da passt schon. Dies müssen wir dann natürlich austauschen, aber ich habe glaube ich das Eisen nicht dabei, oder? Nee, ich habe das Eisen nicht dabei, aber ich habe Schilder dabei. Die wollte ich da. Schaut das Birkenholz schon so komisch aus da.
Hä? Aber diese verwittert dies. Hallo? Bin ich da gerade nicht mehr rausgekommen? Boah, warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nehmen wir diesmal oben droppen. Das ist ja. Hey, das ist doch safe verwittert. Schaut doch nicht so dunkelgrau aus, die Schädel. Hä? Das ist ja sau weird, oder nicht? Das finde ich schon ein bisschen. Also das ist schon ein bisschen komisch. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Entweder ist das Color Grading nicht mehr da, so on point. Oder habe ich das vielleicht irgendwo rein, oder? Schaut anscheinend nicht so aus, gell? Nee. Schauen wir kurz da oder da oder da oder da gefunden. Dann nehmen wir da herum natürlich einen Eisblock ein, ne? Da dann. Wenn ich das da alles abgeplumpst dann. Aber dann merken wir erstmal, wie tight das alles gebaut haben müssen, ne? Also wir da schön herkommen und keine Probleme kriegen. Bauen. Aber ab der nächsten Ebene wird es dann einfacher. Weil man muss natürlich aus dem Fehler lernen, dass man sagt, oh, ich mach genauso viel wie in der ersten Ebene. Aber wir haben da natürlich eine Ebene drüber. Und das habe ich natürlich damals nicht bedacht. Aber gibt schlimmere Sachen. Gibt schlimmere Sachen. So. Gut. Wenn man das sagt, es ist bei dem anderen nicht. Oder schon? Das ist schon, aber nicht so. Haben wir jetzt nur Eichenholz? Haben wir davon nur Eichenholz? Also, wir haben oben Treppen. Zwischen denen haben wir Treppen. Da dann eigentlich irgendwann haben wir da noch Eichenholz drin. Ja. Haben wir sogar Bretter drin. Aber ich glaube, ich wollte ja schon mal schauen. Ich wollte ja schon mal schauen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ein Mod zum zum Einfügen, die Ding macht. Jetzt fällt es mir schon wieder nicht ein, was ich sagen will. Ein Sägewerk, jetzt an. Da wo ein Sägewerk einfügt, weil das war so mega. Vor allem das Konzept von einer Steinsäge. Einfach aus einer so einer Ding zu machen, ist halt einfach gut, muss man halt einfach sagen. Es war mega praktisch für fast jeden. Du kannst easier eins zu eins Treppen herstellen, Slabs herstellen. Du hast keine Verschwendung vor dem ganzen Zeug. Du musst nicht unendlich riesige automatische Baumformen bauen, dass genug Holz hast, falls du mal verbaust. Also, dann kannst du einfach sagen, ja, schmeiß ich weg, ist mir wurscht. Oder, nee, kann ich nicht machen, ich brauche das noch. Das geht dann so her. Das ist immer noch krass.
Muss man schon wieder neu Drapple machen. Ach, neu Drapple. Kann ich aus einer einzigen Treppen. Ohne einzigen Ding. 40, okay. Witz ist, wir brauchen so viel davon. Dass es einfach egal eigentlich ist. Wie viel das mal auf einmal herstellen. Deswegen. Einfach her damit. So Absperrmöglichkeit für Sachen war auch noch cool. Es wird aber genauso wenig passieren. Und ja. Naja, davor müssen wir dann auch noch anziehen, gell? Nee, 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 nee. So, das haben wir, das haben wir. Dann müssen wir noch. Oh, jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Ich weiß nicht, ob wir. Wir haben das, glaube ich, Oma dann nur vor die Treppe gemacht. Ja. Ja. Das heißt, wir brauchen noch. Das. Das brauchen wir noch. So. Wenigstens passt jetzt da dann der Positionierung vor die Fässer. Okay. Ja, da brauchen wir dann auch noch. Da brauchen wir dann auch noch. Dings. Ich freue mich auf eins. Komm mal da drauf. Fackeln platzieren. Haben wir nicht. Aber meine Frage ist ganz andere. Warum stürmt es da draußen wieder mal was? Und mir ist aber auch noch nicht beim Pennen dann. Stimme allgemein, es ist schon sowas in Minecraft da. Steht da einer? Ist man im Haus? Nein, der steht auf meinem Dach. Spaß. Hopfei. Hopfei Robi. Hä? Kann mir auch nicht erklären, warum jetzt schon wieder nochmal aussieht. Ihr habt das doch umgestellt. Also ich krieg doch langsam. Vielleicht bla, das ist nicht das, was ich. Na. Schön. Ah, warte mal. Ich dachte, die ist gerne einstellen. Wie stark dieses Water Reflection ist. Wenn einfach ein Eisen droppt. Öfter mal was Neues, gell? Sieht man immer nicht so wirklich aus. Stimmt, deswegen habe ich es dann umgestellt. Dafür habe ich auch den anderen. Wieso habe ich eigentlich den wieder drin? Weil ich den nicht perfekt eingesteckt habe. So wie ich das wollte. Stehen, ich habe den doch extra das meiste so. Den noch echt so clean eingestellt. Er ist halt nicht so ultra farbenintensiv, ne?
Das war, glaube ich, das Problem. Ja, der ist so. Der ist wärmer, aber ich weiß nicht, wie man das einstellt, dass der wärmer wird. Ganz ehrlich. Manchmal fühle ich mich schon komisch an so einem Punkt. Weiß auch nicht, das darf nie so ausschauen. Muss sagen, ich finde das fast schon wieder besser, gell? Ich brauche das doch keine so Reflections. Ich hätte lieber ausgesehen, wo ich hinkomme. Dass ich da nicht irgendwo hinschwimme. Dann kann man das Water auch schön machen. So, wir brauchen mal Birkenholz. Hau die mal her, da. Da bin ich mir fast sicher, bin, dass das nicht reicht. Damit ist so, so. Snackt man da was. Nach und nach wird das alles sehen. Und mal kurz mal schauen. Und so. Los, extra die Sonne frei. Musst du hier einmal wieder voll bauen. Ich kann Fackeln rein. Da. No. So. Natürlich reicht's nicht. Natürlich reicht's nicht. Was denke ich mal ja? Ich kann immer denken, dass das ein bisschen reicht, was wir dabei kommen. So. Aber dann heißt das, wir haben mal wieder eine Ebene. Beziehungsweise Hälfte. Fast komplett fertig. Oh, warte mal, ist da vielleicht noch. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Jawohl. Okay. Mal schauen. Ich hab mir vor, was zum Trinken hergerichtet. Und hab's einfach noch nicht getrunken. So, der Masterplan. Masterplan. Der Masterplan ist, dass wir da, wo der Ofen war, bauen wir unser nice Netherportal rein. Das heißt aber auch, dass wir da noch einiges abbauen müssen. Da war auch noch ein Ding wie ein Hoppala. Das können wir natürlich auch schon mal mitnehmen. Was bei uns noch brennt, Zeichern. Den können wir mitnehmen. Und wir müssen das da abbauen und wahrscheinlich zubauen und ein bisschen nach unten. Da haben wir da. Ich hab keine Erden dabei. Ich hab keine Erden dabei. Jetzt habe ich keine Erden dabei. Immer Erden dabei. Das wichtigste Baumaterial. Jetzt nehmen wir mal den Storer mit. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht so bauen. Ich bin am überlegen, ob wir mit Lava bauen irgendwie was. Weil das dann natürlich sehr, sehr anbieten. Da haben wir fast sogar dies auf. Das. So, jetzt gehen wir auf wieder. Okay. Ja, ich werde jetzt dann mal ein paar Sachen zusammensuchen. Ich weiß nicht, möchte ich es mir dann noch mal. Wahrscheinlich bleibt euch eh keine Wahl, aber ich würde es euch bloß mal sagen, dass die Wahl hättet. Da mischt man ein bisschen Schlamm rein dann. Ich hab schon wieder keine. Wieso hab ich schon wieder keine Erden dabei, hä? Sagst du mir das? Du hast schon keine Erden dabei.
Oh. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute aus irgendeinem Grund Halsschmerzen. Diese ewige Diskutiererei überall. Das ist was, was mich einfach nervt. Jetzt mal so weit wie möglich dazu. Ich weiß nicht, dass wir alles mit Erden zu machen müssen, aber ich dachte auf alle Fälle mal mindestens so mal zu machen. Und dann können wir zwecks meiner auch mit Stor zu machen. Weil da haben wir eh mehr aus wie genug. Und ist eh robuster aus wie. Oh, dieses fucking Sitzen. Ah, letztens habe ich wieder was gesehen, da wo ich es verstehe nicht. Wieso? Wieso spiele ich bitte mit Gamma 100, nur dass ich in Höhlen was sehe, gell? Dann denke ich mir so, Digga, nimm mal Fackel in die Hand und spiele gescheit, hey. Also, ganz egal, wie viel technische Sachen oder so, dass ich mache. Ich verstehe das nicht. Auf alle Fälle, gehen wir mal da in die Zweite. Machen wir da mal zu. Ja, Igor, was los? Was los bei dir? Ja. Ja, manchmal ist es schon praktisch, wenn man so viel Stor hat, gell? Kann man einfach mal ein Luchschnitt so betonieren. Da-da-da. Mach mal zu den Lockstein. Okay. Nehmen wir das noch weg. Dann schaut das schon ein bisschen passabler aus. Da ist leider der Weg um. Deswegen müssen wir ja auch weiter oben. Ich hab noch keinen Stein mehr. Dann nehmen wir Stein aus der Kiste. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit ihm machen. Das ist echt immer nur so eine Frage, die mir schon die ganze Zeit stellt. Was macht man mit dem Igor? Was tun wir mit dir? Was tun wir mit dir? Ist einfach im Weg. So. Was tun wir jetzt mit dir? Was tun wir mit dir? Was tun wir mit dir? Ich weiß es nicht. Wenn ich da hinten noch einmal Platz habe für die mache. Wasser nehmen und eben dahinter ist schon ab. Das müsste doch gehen. Das müsste doch gehen. Genau. Kann die leider nicht dran. Dann müsste ich mich ins Brot mit einsetzen können.
Was ist jetzt mit Bechcode? Musst leider da hinten bleiben. Und jetzt fällt mir gerade auf, Dormeier, das Portal. So machen kann wie man mich ab seit neuesten. Jetzt gehen wir nicht lang auf den Piss, hey. Mensch, Igor. Ja, jetzt bauen wir dann erstmal da unser Netherportal einer. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Also, habe ich die Ehre.